Ich habe Macht-Token gespammt. Und willkommen zum Case-Opening. Hey. Ich muss sehen, ob du auch einen Vorboten bekommst. Ich glaube, ich habe irgendwo einen, aber... Oh, ja, das will ich. Nein. Sprengmeister. Ich glaube, du musst auf das klicken, was du... Nee, ich glaube, wenn du drückst, dann schneide ich das nur diese Animation des Drehens und dann kommt irgendwas. Also, okay, ich habe bis jetzt jedes Mal das bekommen, wofür ich geklickt hatte. Ja, vielleicht hast du einfach Glück gehabt. Ja, das ist immer das fancy Zeug. Ja, das hatte ich halt bisher nicht. Wenn ich einfach jetzt klicke, springt das halt nach vorne. Ah, okay. Ja, das Bar-Gewächter. Genau, das ist auch Senji, genau, Fernkampfdiener. Das waren die Typen, die mehr angegriffen haben, wenn mehr in der Nähe waren, oder? Beim Ziel werden zwei Wachstumsexplosionen in deiner Arena gepflanzt, die einen eigenen Senji-Diener beim Aufheben Riesenwachstum verleihen, was? Ich glaube, die Affen könnten witzig sein. Okay, das sind zwei Pilze und zwei Affen. Okay, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn? Was daran ergibt Sinn? Nein, weil da zwei stand. Das heißt, du hast zwei verschiedene Diener bekommen. Okay. Es ergibt Sinn, dass es das sein muss. Exakt. Schlafender Verteidiger. Du siehst nicht useful aus. So überhaupt nicht. Sie wachen aus ihren Ruhen, während deine Mana-Welle aktiv ist. Wow, das ist so ganz am Ende, oder? Wenn man den Mana-Boost am Ende bekommt. Nice. Ihr seid useless für 90% des Kampfes. Das ist halt wirklich so Exodia-Unit. Late-Game, ja. Wahrscheinlich kannst du einfach hinten tausende davon spammen, bis sie dann irgendwann kommen und dann ist gut. Bazooka-Scrat! Greift nur Gebäude an. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, aber ist halt geil, wenn du durchlaufen lassen kannst, weil der relativ viel Schaden noch am Turm macht. Aber das ist halt erstmal schwierig. So, ey, ich hab 55% Macht-Token benutzt. Machtsammler als Fähigkeit. Das Buch! Das war lila! Okay. Unsterbliches Skelett. Ich wette, das wird seinem Namen nicht gerecht. Er hinterlässt bei seinem ersten Tod eine unsterbliche Leiche. Oh, never mind. Okay, gut. Also, ich meine, das wird dann wahrscheinlich eine sterbliche Leiche sein, aber. Aber es ist erstmal unsterblich. Den ersten Kick, ja. Okay, die habe ich schon. Das sind einfach die Bogenschützen mit Schild. Das sind wie normale Bogenschützen. Nur mit Schild. Okay, Rohrkrakator. Whiteborn defensiver Zauber. Öffnet ein Portal ins Nichts. Nice. Und beschützt eins der folgenden Wesen. Mit Überlaufen. Wechseln die Seite, wenn er das erste Mal unter. Was? Was? Was ist das für ein Bullshit? Ich meine, ohne was Drachenwelpen Hackeball. Ja, nice. Ich meine, ohne Überlaufen wäre das Ding sogar ziemlich gut. Ja, dann wird es aber halt nicht nur drei Mann. Da war gerade das Goldenes dabei, oder? Oh! Toll. Was bist du? Grenzschutz. Yeah. Nice, der Zoll hat meine Items geklaut. Übrigens, Kristallhelden scheint ziemlich cool zu sein. Da habe ich jetzt mehrere Karten von. Ich glaube, beim nächsten Part mache ich mir da mal ein Kristallhelden-Deck. Okay. Beschwört ein Kristallwache, Kristall Lannister. Falls Arcanist. Du nur Kristallhelden ein. Und das ist ein Kristall-Arcanist. Ja, Lannister, sag ich doch. Fast dasselbe. Komm, gib mir! Plasma-Soldaten. Fremde. Ha. Schön, dass die Fremden immer rumbadern. Mhm. Fernkampfdiener mit Schaden, Geschwindigkeit und Gesundheit im Durchschnittsbereich. Sie sind okay. Wenn man auf einem fremden Planeten Bruch landet, gibt es nur eine Regel. Schieße zuerst. Okay. Why not? Oh, guck mal, das sieht hier nach einem sinnvollen Schrei aus. Komm schon. Auch okay. Na, das ist doch nicht fair. Okay, Gorak Opfergabe. Betäubt einen zufälligen Diener unter deiner Kontrolle für 4 Sekunden, dann wird er getötet, um ein Hackeball zu beschwören. Guter Tausch. That's the best trade deal. The history of trade deals, maybe ever. Okay, übrigens haben wir genügend Machttoken benutzt, bekommt man halt ein kostenloses Machttoken mit dazu, was halt sinnvollere oder bessere Items mit spawnt. Fast nochmal kacke. Ah, das ist der Strahl, den die ganze Zeit gemacht haben. Mhm. Im letzten Part. Strahl des Verderbens! Eine beliebte UFO-Waffe. ja, das ist es. Okay, das ist hier nichts Sinnliches dabei. Unbändige Schwärmer. Hier sieht fast hässlich aus, aber irgendwie süß. Wenn die letzte Karte, die du ausgespielt hast, ein Zauber war, gewinnt sie an Wut und Eile. Okay, sie sind schneller und machen mehr Damage. Okay, aber da ich keinen Zauber im Deck habe, außer. Gut, meine Typin spawnt mir automatisch Zauber. Which is something, I guess. Lauer Golem! Ah, von Senshi. Hat hohe Gesundheit und verursacht großen Schaden. Hart wie Stein. Sowohl physisch als auch emotional. Wie schön für ihn. Okay, dann. Ich glaube, das vorletzte, weil ich dann das kostenlos bekommen müsste. Knappenhauch! Oh, das ist süß. Auch himmlisch. Hauch. Einmal auf der Brücke gibt der verbündeten Bodendiener alle 10 Sekunden einen 3-Schild. Erstes Mal nach 4 Sekunden.
Was ist Himmelshammel? Blockiert alle Schäden von der nächsten Schadensquelle. Ich glaube, wenn ich einfach komplett nur Himmelstypen habe, den sein. Sollte ich mit reinnehmen. Das kann sein. Wenn wir einfach das Ding halten und ich das hinter so einem Golem von dir tue, mhm. gibt allen Bonitieren, das auch deinen. Naja, aber das das ist halt, 5 Schild ist halt für so einen Golem nicht so viel. Wenn du viele kleine Einheiten machst, sind halt 5 Schild wesentlich mehr. Ja, yeah, okay, stimmt. Ich habe noch nicht das, wenn du 4 Machtungen verwendet hast, mir fehlt noch eins. Schade. Egal, die will ich trotzdem gerne mal mit reinnehmen und ausprobieren. Ich nehme mal die Mauer raus, die Mauer ist eh kacke. Dass wir uns heilen, nehmen wir mal den Hauch hier rein. Wenn auch knuffig aussieht, das ist mein Patamon. Yeah. So, dann, das war das Case Opening, jetzt geht's weiter. Mit Patamon. Mit Patamon im Team. Hat es nochmal halbwegs gelohnt. Weil das, ich glaube, wir können uns ganz gut so reinteilen, dann kann ich auch meine Squad-Armee nochmal benutzen, dass du einfach die großen, harten Typen hast und ich sage, ich habe viele. Das ist wahrscheinlich eine relativ gute Aufteilung, ja. Und am besten sogar noch mehr. Ja. Also auf jeden Fall das Klo und ein Golem davor ist schon wirklich kranke Kombo. Ja, das stimmt. So, Mask und der Arsch of Blaze. Okay, so, ich würde sagen, ich nehme das mal oben ein. Damit die einfach ausgesucht kommen. Und die bauen erstmal eine Mauer. Fucking Trumps da drüben. Okay, ich könnte jetzt langsam anfangen aufs Klo zu springen. Oh nein, warte, nevermind. Irgendwas benutzen dann. Welcher hat jetzt meinen Hauch? Weil der auch nur sicher und cool ist. Okay, nice. Ich habe nämlich das Klo so gut wie. Und. Okay, dann wird die 4 mehr. Dann kann ich erst mal sagen, dass ich hier das Klo hinsetze. Und dann. Da läuft gerade. Wo ist mein Hauch hin? Der Hauch wird einfach mit am Startding gespawnt und läuft random los. Ah, okay. Die Kanone schießt nicht auf meinen Hauch. Hey, mein Hauch steht da. Stell den Typen unten hin. Ja, da kommt der Schild. Easy peasy, beschützt meinen Hauch, Speerwerfer! Jawoll, ins Gesicht, Bro! Jawoll! Jawoll! Ich weiß ja nicht, ob sie es schon wussten, aber ihr Ende ist nah! Ich hab den Vorboten, das Ende ist halt wirklich nah! Nein! Nice. Wie der Hauch da rumspringt, das ist so knuffig! Er läuft dann auf der Brücke hin und her. Da kommt der Vorbote. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch doch gleich gesagt. Jawoll, Alter, der Golem haut ja auch richtig hart, Alter. Ja, dann tauscht meinen Hauch halt hoch. Das macht auch nicht besser für dich. We dominate completely. Ah, okay. Flammende Dinger, aber was relativ egal ist, wenn du einen Vorboten hast. Der ist wieder damit reagiert. Ja, guck mal, ich schieße den Typen da rauf, wenn ich einmal kann. Njo. Aber sie haben meinen Hauch getötet. Und das, obwohl sie nicht einen Hauch einer Chance haben. Okay, hi. Ja, und das konnten wir gerade ziemlich gut. Ja, der Scherz, dann haben wir es. We have a winner! Das war jetzt einfach 4 Kills in a row mit dem Vorboten. Ja. Oh, okay. Nice. Direkt noch meins, würde ich sagen. Oh, warte. Ich krieg noch eine Rank Increase Reward. Rollende Kanone. Rollt beim Schießen zurück. Stimmt, das war von den Scrats. Die waren auch ganz cool. Ich glaube, ich habe irgendwelche Belohnungen gerade bekommen, aber ich weiß nicht genau was. Na, das ist okay. Kann man die irgendwo einsehen? Nee, ich glaube nicht. So, noch eine Runde, dann können wir erstmal schauen, ob wir vielleicht das Deck abändern oder einfach weiter skillen. Weil ich bin jetzt Stein. Ich bin nicht mehr Holz. Vielleicht erwarten uns jetzt harte Gegner. So steinharte Gegner. Ich bin aber noch Holz. Ich glaube, es nimmt das von dem Höheren, tatsächlich. Aber okay. Da du, wenn du höhere Gegner besiegst, schneller steigst, sollten wir uns früher oder später angleichen. Ja. Gut, ich meine, du bist auch Stein 5, ich bin Holz 1. Ich glaube, das ja, ist wirklich ja. Eine Division. Oh, der hat sich einen Typen gekauft. Diese Schlange da. Let's go! So, ich hab meinen Hauch bereit. Mein Vorbote, aber mein Vorbote schicke ich jetzt noch nicht. Ja, sind noch erstmal so ein paar random Typen hier mit rein. Ich will den Hauch auch noch nicht spielen wollen. Wir haben noch. Wobei, wenn der jetzt nach oben läuft, dann könnte das. So spawnen wir den. Okay, dann. Hauch, auf geht's! Du hast den Hauch einer Chance anzukommen. Jetzt ist das auch durch. Nach oben das mal ein bisschen besser. Okay, also. Ich hab ein Klo. Ich hab einen Vorbote. Okay. Wir haben eine Frontline.
Ja, warte, warte ich kurz ein bisschen, dann habe ich gleich einen Frontline. Mach mal den Kobold. Ja, wir bauen den dort und jetzt habe ich uns die Fronte gegeben. Scheiße! Oben ist jetzt unser ganzes Wearable-Zeugs und so. Nein! Mein Hauch ist in Gefahr! Okay, jetzt die Haus gegenseitig? Keine Ahnung. Egal, wir sind schon wieder am Gewinn. Das ist alles, was zählt. Kobote OP! Ich spiele ihn einmal und die dominieren. Ja, das passiert. So, ich hab dann angegriffen. Leute, spawn. Oh, das ist Nageball. Mit einem Schild. Nice timing, by the way. Ja, ne? Vorbote regelt mal wieder. Und jetzt zu den Abrusttypen mit dem Schild. Komm, Abrusttypen mit einem Schild. Und ich meine, wir können uns sogar durchlaufen lassen. Das ist scheißegal, weil wir oben einfach. Oh, jetzt. Diesen Tod wird dominieren. Ja, mein Vorboot ist. Nein! Sie haben den Vorboot zerstört! Oh mein Gott, sie sind okay. Dafür werden sie bezahlen! Laserstrahlen! Oh, ich bin rein. Feuerball! Okay, also wir sind offensichtlich schon höher. Sie sterben nicht beim ersten Vorboten, sondern erst beim Feuerball danach. Exakt, wichtiger Unterschied. So, ich bin Stein 4. Okay, ich bin nur noch Holz 1. Okay, ich weiß nicht, wie lange das Case Opening gedauert hat, wenn man einfach nochmal einkam. So, ich bekomme erstmal irgendwelche Spreads. Ohne Ende Zeugs. Ein Kampfpass, okay. Ich glaube, du kannst jetzt irgendwo anders mit kämpfen, außer Ranked Kämpfe. Oh, meine Belohnung sind 2 Warp Token. Ey, ich bin Stein 5 doch jetzt. Okay, warte, ich habe 9 Token bekommen. Alles klar. Case Opening geht weiter. Mit Random Bullshit. Speichert es eigentlich diese 5 Dinger oben? Die 5 Dinger oben? Naja, das Ding, das oben, das so besser ist. Ja, das ist so gespeichert. Ah, okay. So, also schlafende Verteidiger. Random Scheißdinger wieder. Dann hole ich mir auch mal noch 3 Tokens hier. Ja, okay. Oh, da ist das Lila mit dabei. 2 Dinger sogar. Noch ein Stückchen. Ey! Nivris Atem. Nice! Verflucht! Er hat Knoblauch gegessen. Bedeckt eine große Fläche mit Geisterfeuer, das alle Feinde am Boden verbrennen lässt. Aufstieg der Verfluchten. Bekomme Aufstieg der Verfluchten, wenn du 60 für verfluchte Karten ausgegeben hast. Feinde, die im Feuer verbrennen, schließen sich dir als Skelette an. Nice. Ja, da Errungenschaften kannst du noch bekommen. So, das waren meine Machttoken. So schnell geht's vorbei. Schade. Weil ich habe noch abgeholte Belohnungen. Achso, das ist auch nur Belohnung, die ich kriegen kann. Ja, dann gönn mir mehr! Zufällige seltene Karte. Kostenlos im Shop irgendwie. Wo? Warte, ich krieg noch von dem Kampfpass-Dinger. Ich hab eine Belohnung bekommen. Machttoken! Okay, genau, weil wenn du in der Saison steigst, und ich glaube, du steigst in der Saison, in der du Ruhm bekommst, deswegen ist es sinnvoll, das Karten mit viel Ruhm zu haben, dann kannst du halt nochmal mehr Belohnung bekommen. Was ist die kostenlose Karte her? Einfach im Shop, da rechts, da. Ah, kostenlos. Kostenlos! Geisteinflößung. Gibt 3 zufällige verbündete Diener Geist über 6 Seconds. Perfekt übersetzt, by the way. Genau, das war extra Leben für die Leute. Und Aufstieg des Verfluchten. Bekomme Aufstieg der Verfluchten, wenn du 60 ausgegeben hast. Gib einen weiteren Geist. Okay. Da fand ich deinen großen, bösen Typen irgendwie besser. Der war groß und böse. Ich hab dir sehr hässliche Waffen. Und du kriegst sie nicht. Okay. Ich krieg ein Kristallarbeit jetzt. Ein AOE-Fallverdiener. Ich hab wieder Morghuls Zornige bekommen. Voidborn Wunde. Wenn ein Voidborn Diener dem gegnerischen Meister Schaden zufügt, während du diese Karte in der Hand hast. Das Ding war bei Mana-Welle, oder? War dein Ding aktiv? Ja, genau. Mana-Welle, Dienerfähigkeit. 50% Angriffsgeschwindigkeit, solange du 6 oder mehr Mana hast. Das ist bei dem Kristall-Arkanest. Ist es nämlich Effekt. Ah, okay, alles klar. Interesting. Und damit kannst du dann die Steinchen aktivieren. Ich glaube, da werde ich mal ganz kurz schauen, ob ich ein neues Deck baue. Erstmal, nach dem Case-Opening, Andreas, ich meine, das könnt ihr eh nicht sehen, deswegen. Ja, deswegen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch immer noch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal wird er mehr gekämpft mit neuen Karten. Außerdem, Vorherrscher? Wie ist dein Typi? Vorbote! Ja, der Vorbote! Der bleibt. Damit Adios Amigos noch ein Blaster auf. Wieder Vorbote, okay. Das ist immer dein Ende, wa? Ja.